Hey und herzlich willkommen zu Itilio Cloud Uncovered Hands-On. Mein Name ist Raphael und heute zeige ich euch schnell, wie ihr eigene Weblinks zu den Apps im Microsoft 365 User-Portal hinzufügen könnt. Das ist ganz praktisch, wenn ihr intern gewisse Webportale nutzt und euren Usern eine einfache Navigation dorthin ermöglichen wollt. So könnt ihr zum Beispiel einen Link zur Essensbestellung in der Kantine, zu einem Zeiterfassungsportal oder auch zur eigenen Webseite hinterlegen. Navigiert dazu im Microsoft 365 Admin Center links zu Settings, dann zu den Org-Settings, Organization Profile und hier Custom Tiles for Apps. Fügt hier eine neue Schaltfläche hinzu und befüllt die Felder entsprechend. Dazu braucht ihr einen Namen, eine URL zur Web-App, eine URL zum Icon der Schaltfläche, welches übrigens 60x60 Pixel groß sein sollte, und eine Beschreibung. Ich habe das mal für unseren YouTube-Kanal entsprechend befüllt. Speichern wir das ab, wird die Schaltfläche für alle User in der Organisation bereitgestellt. Das kann bis zu 24 Stunden dauern, ist aber meistens schon nach wenigen Minuten fertig. Wurde die App verteilt, können User im Microsoft 365 Portal links zu Apps navigieren, um die neue Schaltfläche dort zu finden. Klicken wir da drauf, landen wir auch schon auf unserem YouTube-Kanal. Und damit war es das schon für heute. Ich finde die Funktion an sich praktisch, allerdings fehlt mir die Möglichkeit, die Schaltflächen nur für bestimmte User anzuzeigen. Wenn man diese Anforderung hat, sollte man lieber zu einem Intranet auf Basis von SharePoint Online greifen, wo man Weblinks und Schaltflächen je nach Usergruppen ein- oder ausblenden kann. Nichtsdestotrotz, hat euch dieses Video geholfen, freuen wir uns wie immer über einen Daumen nach oben. Abonniert unseren Kanal für mehr schnelle Tricks, längere Tutorials und auch aktuelle News zu Microsoft Cloud-Lösungen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.